35 Messerstiche führten zu Marias Tod. Die 18-Jährige zum Zeitpunkt im dritten Monat schwanger. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden zwei Mordmerkmale vor, nämlich die Mordlust. Also es kam darauf an, einen Menschen sterben zu sehen. Und die Heimtücke, also dass sich die Maria keines Angriffs versah und demzufolge arg und wehrlos war. Der 21-jährige Nico G. bestreitet einen großen Beitrag zur Tat. Nicolas K. dagegen hat gestanden, Maria erstochen zu haben. Ein Gutachter bescheinigt ihm einen völligen Mangel an Empathie und hohes Aggressionspotenzial. Es bestehe Wiederholungsgefahr. Nach dem Mord ließ er sich ein Kreuz ins Gesicht tätowieren, als Trophäe. Als das in der Verhandlung zur Sprache kommt, bricht die Mutter des Opfers zusammen, muss den Saal verlassen. Ich bin froh, dass ich rausgegangen bin, weil ich gekocht habe. Ich habe gezittert. Ich hätte ihm eine geklatscht. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Nico G. Die Richter werden wohl die besondere Schwere der Schuld feststellen. Das deutet zumindest beim Haupttäter Nicolas K. auf anschließende Sicherungsverwahrung hin.